Chinese exit to the helipad. Potential encounters include Jaime Reyes, Sam Carter, Alex Jacobson, and Joseph Manderly. Okay. Ja, ist das nicht hier die andere Seite im UNETCO-Hauptquartier? Yep. Also ist UNETCO wohl Majestic 12? Oder Majestic 12 ein Unterteil von UNETCO? Oder die einen arbeiten für die anderen? Oder was weiß ich. Die stecken auf jeden Fall irgendwie zusammen. Jaime Reyes, den Doc. Kann ich dem vertrauen? Wie war das? Der gehört wohl... JC, you escaped? Zu Paul. Is that what lockdown's about? I forgot to give Manderly my resignation. I heard they killed Paul. MIB's raided the apartment, but he's alive. He's going to slip out on his own. Manderly's a snake. He told me they were going to leave your brother alone. What can I do to help? Ich könnte ihn mitnehmen. Er ist sicherlich hilfreich, um Paul zu helfen in Hongkong. Andererseits ist so ein Spion bei UNETCO wahrscheinlich auch nicht verkehrt. Aber es gibt noch andere hier bei UNETCO, die in Hongkong nicht so hilfreich sein könnten. Nicht so hilfreich sein werden, wahrscheinlich um Paul zu helfen. Deswegen würde ich ihn gerne mitnehmen. I'm going over to the Resistance. Why don't you join me? We can meet up in Hong Kong. I was hoping you'd let me tag along. We're both going to have to locate a man called Tracer Tong. Paul's contact there. Tong. I can remember that. Jaime. Be careful. I will. By the way, the lab finally sent the augmentation console. Ein neues Implantat. Cool. The one on the counter? Can your bots do the installation? Yeah, it was going to be a welcome aboard present. Dude, das hab ich schon fünfmal oder so gemacht. Also, JC, das ist wirklich nicht das erste Implantat, das du hier von den Bots kriegst. Also diese Frage, die war echt unnötig, meiner Meinung nach. Was steht in dem Buch? Keine Ahnung, nicht so interessant. Wo ist der Bot? In der Kamera, Mist. Aber die reagiert nicht auf mich. Bin ich geheilt? Nein. Jetzt schon. So, was haben wir denn da? Regeneration. Okay, das erhält meine Lebensenergie und das andere wäre ein Energieschild. Hitze und Elektrizität, Feuer, Elektrizität und Plasmaangriffsschaden wird verringert. Das ist praktisch, aber andererseits kann ich mir damit erlauben, ein bisschen Schaden zu nehmen und danach wieder regenerieren. Deswegen nehme ich das hier. Die Regeneration wird nämlich nicht nur bei diesen Schadenstypen praktisch sein, sondern bei allen Formen von Schaden. Interessant, hier mal UNETCO-Hauptquartier zu sein, aber unter anderem Vorzeichen. Nämlich, dass man so aufpassen muss ein bisschen und sich durchschleichen muss. Und interessant finde ich auch, dass MJ-12 dann ja irgendwie... Ich weiß ja nicht, die waren ja in der Kanalisation unter Hell's Kitchen. Und waren wohl irgendwie die Bösen zwischendurch. Also das spricht natürlich dafür, dass hier UNETCO wirklich nicht ganz zu den guten Leuten gehört. Den Code soll ich echt mal herausfinden. Gibt's da unten was Neues? Ja. 600 Credits. Schön. Und wieder hoch, bitte. Einmal hoch. Ja, danke. Das ist der Alex Jacobson. Da lag, glaube ich, auch mal was rum. Diesmal ist hier aber nichts. Genau. Wie gesagt, ein Verbündeter bei UNETCO könnte praktisch sein. Zum Beispiel der hier. Hello, Daedalus. Hehehe. I hope my escape was entertaining to watch. Das dachte ich auch. Daedalus? What are you talking about? Doch nicht. You haven't been contacting me under an alias? The link went down. At first I thought they'd executed you. Who else has access? Somebody cut the power to detention. I installed UNETCO security myself. It's unbeatable. You're starting to scare me. Scaring me? Who's Daedalus? And why does he want to rescue me? A better hacker than I. A trick like that? Well, it crossed my mind, I have to admit. I'm pretty disgusted with the agency right now. But I would have been caught. You wouldn't want to take that chance. No, but I can't just sit back and watch. Let me give you a key to the front door. Base is under lockdown until you're recaptured.
You sound sincere. Maybe you should quit UNATCO. And do what? You can track me down in Hong Kong. I'm going to contact Tracer Tong and help the Resistance. I might do that. Sure, I'll think about it. And I'm gonna check into this mystery hacker. Dafür, dass du bestimmt I'll check the logs. Freund. Maybe this Daedalus didn't cover his tracks. Ja. Black Karte. Hier, irgendwo da sind wir jetzt gerade. Und Hongkong ist irgendwo da unten, glaube ich. Und da geht's jetzt bald hin. Zuvor möchte ich aber gerne nochmal in mein eigenes Büro reinschauen. Medic war ich gerade. Ich speichere mal besser nochmal. I know I saw Entschuldigung. Ach, ich brauche keine Zigaretten. Immer diese Navarra ihre Zigaretten. Soda. Nee. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Platz. Ich hätte gerne zumindest ein Feld frei, um Dinge aufheben zu können unterwegs. Damit ich nicht jedes Mal was wegschmeißen muss, wenn ich irgendwas finde. Und okay. Flach. Residenten, sie sind umstellt. Fliehen sie? Killswitch-Analyse. Nix. Wow, gerade rechtzeitig durchgekommen. Hier gibt es noch Gegner. Ich frage mich, ob es Gefangene gibt. Dafür muss ich aber, glaube ich, erstmal die... Wow, der Schalldämpfer ist cool. Contact, I have visual. Engaging the enemy. Der Schallwerfer ist cool. Das war eine gute Idee. Ich dachte nicht, dass es plötzlich auf einmal so komplett leise macht. Aber ist cool. Gute Sache. Brauche ich nicht. Zwei Schüsse sollten reichen, aber da will ich nachladen. Habe ich jetzt Schaden gekriegt? Ja, natürlich. Hey, Dude. We've been through that, soldier. Just Carter. I've discovered some things about UNATCO. I'm unlocking the armory. I don't want to know where you ich kann da rein, die Geil. Walton Simons, the head of FEMA. I said load up. I don't want to hear about it. I'm going over to the rebels. You should join me. Let's get one thing straight. We've got our share of crooked bureaucrats. Fact. But this is still UNATCO. And by and large, the people in this building are 24-karat gold. What good's an honest soldier if he can be ordered to behave like a terrorist? The only way to save the agency is for the good people to stay. That's how I see it. Ah, das ist gar nicht so abwegig eigentlich. Interessant, dass man durch das Gitter durch die Sachen nehmen kann. Okay, davon habe ich schon 20. Load up. You've still got to break out of HQ. Okay, was gibt's hier? Das Telefon klingelt. Keine Ahnung. Egal. Ich geh gleich ran, ja, ja, gleich. Wenn's wichtig ist, klingelt es auch weiterhin. Unser gemeinsamer Freund konnte fliehen. Okay. Der Minister der wahren Lügen. Some say concentrated power. Interessanter Name. But I believe that if an institution has a solid foundation, it can survive the narrow aspirations of the people it employs. Ich glaube, das Nützlichste ist tatsächlich das da. Die Regeneration, weil. Letzten Endes verringert das nur den Schaden, den ich nehme. Das da verringert irgendwie auch nur den Schaden, den ich nehme. Und das da kann ich in beiden Fällen, egal wo der Schaden herkommt, benutzen, um mich wieder zu heilen. Das ist sozusagen beides in einem. Das hätte ich gerne. Eine Reichweitenmodifikation. Atemgerät. Oh, das könnte praktisch werden. Was haben wir da? Nochmal Rückstoß. Reichweite auf das Präzisionsgewehr und Rückstoß auf das Präzisionsgewehr, wie immer. Solange das geht, will ich das. Das Atemgerät zur chemischen Extraktion des Wasseranteils in Sauerstoff bei kurzem Unterwasser einsetzen. Könnte nützlich werden. Andererseits glaube ich nicht, dass ich so oft ins Wasser runter muss. Und zur Not würde ich einfach ein paar Punkte investieren und Schwimmen hochleveln. Was unbedingt sein muss. Ich sehe jetzt gerade, ich bin hier angeschlagen. Ich will gerne mal die Regeneration ausprobieren. So, ich habe 68, 92, 92, 96, 15. Wow, heilt das schnell. Und es deaktiviert sich automatisch, sobald man voll geheilt ist. Super, cool.
damit sind jetzt automatisch diese Energieauffüllbots das gleiche für mich wie Heilungsbots. Ich wollte gerade noch gucken, ob es oben auf dem Regal was gibt. Aber das sieht nicht so aus. Gibt es da oben irgendwas? Glaube ich ja jetzt nicht, aber... Nee, ne? Und käme ich da hoch? Über die Kamera, ne? Nein! Hoch auf die Kamera und dann springen. Okay, man kann von da oben nicht weiter hochspringen. Oh, schade. Schade. Okay, ich brauche keine Heilung. Das dauert nicht zu lang. Da war ich. In den Toiletten war ich noch nicht. Okay, come on out. Okay, da ist irgendwo ein Kollege. Ein ehemaliger. Hold it! Du hast mich herausgefordert. Tut mir immer noch leid. Ich will keine Leute töten, aber wenn ich die Wahl habe zwischen Leute töten oder selber getötet werden, tut mir leid. Mein eigenes Leben ist mir mehr wert als deins. Ist da irgendwas? Nein. Ich finde es schade, dass man nur 20 davon tragen kann. Andererseits... Moment. Wenn ich hier... Wo war der Hacker? Der Hacker war da. Wenn ich hier ein Multitool finde, kann ich mich doch jetzt da reinhacken. Und brauch nur ein Tool weniger. Also zwei statt drei, weil ich ja gleich wieder eins aufnehmen kann. Und mit ein bisschen Glück finde ich hier drin noch einen Dietrich oder so. Biozelle? Ja, das lohnt sich für unterwegs. Eine Biozelle? Ja, oder ein Dietrich? Wunderbar! Und vor allem ist eine Biozelle ab sofort ja auch das Äquivalent zu einem Medikit. Weil ich mich mit der Bioenergie auch heilen kann über die Regeneration. Also hier einmal das Multitool bitte wieder. Kannst du schon wieder laden? Wunderbar. Sehr schön. Ich glaube, jetzt habe ich aber wirklich das Maximum hier rausgezogen aus dem Lager. Aus allem, was es hier unten gibt. Speichern. Waffe in die Hand. Speichern. Ich möchte nicht irgendwie drauf gehen, weil ich nachher vergesse, meine Waffe zu ziehen. Praktisch, dass da jedes Mal wieder Sachen liegen. Das dann braucht dabei jetzt mal aufgehen. Hier ist niemand. My mistake. Die da drin haben mich gehört. Will ich mich da nach hinten schleichen? Naja, da ist ja so ein Schrank, in dem manchmal Mist praktische Dinge drin sind. Wie komme ich in mein eigenes Büro rein? Aufsprengen ist nicht. Ich bräuchte drei Dietriche. Ich probiere das mal aus. Oder kann ich das vielleicht sogar hochleveln gerade? Wo ist das Schlösserknacken? 1800? Ja, das kann ich sogar tun. Praktisch, brauche ich ja noch einen Dietrich. Super. Ich weiß, ich bin eigentlich nicht der Schleichentyp, aber ich glaube, ein Level kann ich mir erlauben. Ja, schade. Ich hätte ja gehofft, dass hier noch irgendwie so ein, nochmal so eine Waffenmodifikation liegt. Da habe ich mich wohl getäuscht. Lock and load. Ich will kein Messer. Ich will kein Messer, Leute. Warum hat jeder von denen ein Messer dabei? Ich will kein Messer. Türstärke 50%. Das reicht, glaube ich, nicht mit der Pistole. Drei Dietriche für 60%. Moment. Habe ich einen Schlüssel? Nein. Mal gucken, was da hinten noch alles liegt. Ist freundlich. Du bist nicht freundlich. Munition. Wunderbar. Und schon wieder ein Messer, das ich nicht brauche. Leute, ernsthaft. Okay. Ja. Renn doch in Panik hin und her. Bringt ja doch gar nichts. Ich mach dir doch gar nichts. Du bist keine Gefahr für mich. Ich muss dich nicht ausschalten.
Ich hätte gern das Geld. Toll, null. Wahrscheinlich, weil ich ihn in der Vergangenheit schon mal gehackt habe, den Automaten. Da kam ich rein. Was gibt's denn dahinter? Das sind diese Sabo-Dinger. Und was ist das? Ich weiß es nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Vielleicht ist es Munition für den Plasmawerfer oder so. Für die Plasmakanone. Das könnte es sein. Die kenne ich nämlich noch nicht. Von der weiß ich nicht, wie sie aussieht. Ein Datenkubus. Da würde ich gerne rein. Ja, da würde ich gerne rein. Den Datenkubus hätte ich gerne. Wie der Basketball einfach wieder auf der Bank liegt. Akustischer Schallsensor. In Hongkong. Es gibt in Hongkong Schallsensoren an Gebäuden, Laternen und auch anderen Strukturen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Da werde ich wohl aufpassen müssen. Vor allem, weil die wohl relativ genau scheinbar sind im Orten von Geräuschen. Ja, hold it. Ja, hold it. Ich hätte ja, wenn du mich nicht angegriffen hättest, wenn du mich nicht so aggressiv angegangen wärst, wäre das gerade nicht so passiert. Sonst hattest du nichts, ne? Nee. Da gibt's auch nichts mehr. Haha, ich habe einen Schlüssel von... ich glaube... Ich weiß nicht mehr, entweder der Hacker oder... Movement, Sir, Movement! Der Doc. Einer von beiden hat mir das gegeben. Egal, ich hab ihn. Das ist das Wichtigste. You, stop right there. Kommst du jetzt hier raus? Cool, dann kann ich endlich mal da rein. Was gibt's denn hier eigentlich? Nein, ich kann hier nicht durch. Mach die Tür mal richtig auf. Da stand ich wohl im Weg. Hey, ich bin hier, ich bin hier. Ja, mach die Tür auf. Hallo. Ah, Menü. Das ist ja ärgerlich. Aber mir scheint, da hinten gibt's nichts. Also muss ich da eigentlich auch nicht rein, weil da vorne ist irgendwie auch nichts. Vielleicht liegt was unterm Tisch. Das könnte sein. Aber egal. Fertigkeitspunkte. Wahrscheinlich gucke ich mich gerade viel zu genau um. Viel zu paranoid für irgendwelche kleinen Verstecke, wo irgendwas eventuell sein könnte. Wenn das Spiel so subtil wäre. Wobei, es ist ja ziemlich subtil eigentlich. Oh, I cannot forgive. No. Oh. Not the killing of Agent Navarre. I will follow you. Denton, I will get you. Hey, sie hat mich angegriffen. Zu meiner Verteidigung. Ich habe mich nur gewehrt. Und ich bin einfach besser als sie, weißt du? Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte er vielleicht zu Navarra gesagt, dass er ihr nicht verzeihen kann, dass sie mich getötet hat oder so. Was ist das? Keine Ahnung. Von daher, wahrscheinlich, egal was passiert wäre, wäre der Hermann jetzt wahrscheinlich unglücklich. Egal, ob ich die Navarra umgebracht hätte oder sie mich, weil einer von beiden muss ja wohl draufgehen. Oder hat wohl draufgehen müssen in dem Moment, als wir uns getroffen haben. Das müsste ihm eigentlich aber klar sein. Was? Ach, da ist eine Kamera. EMP-Granate. Ja, die nehme ich gerne. EMP-Granaten sind praktisch. Du, das interessiert mich nicht. Hier sind eh keine Leute in der Nähe, die mich... Höchstens hier drin. Aber nö. Scrambler-Granate nach wie vor unnütz. Ja, ein paar Prozent. Was soll's. Okay. Was liegt da? Ach so, eine Ratte. Ich glaube, das war's. Was ich gerne aber mal hier versuchen wollte, bevor ich jetzt vermutlich nie wieder hierher komme, ist hier drüber zu gehen.
Aber mir scheint, das ist wohl nicht möglich. Ne, da kann man nicht rüber. Schade. Also dann würde ich sagen. Und es sieht so alles danach aus, als wäre die nächste Mission Hongkong. Würde ich sagen, lade ich mich jetzt hier noch auf. Und dann geht's weiter Richtung Hongkong. Und ich weiß nicht, ob es die nächste Folge wird, aber es wird auf jeden Fall die nächste Aufnahme werden. Weil ich nehme jetzt gerade schon locker über eine Stunde auf, muss das Ganze noch schneiden und hochladen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, wie immer. Und bis zum nächsten Mal in Hongkong. How do you know to meet me? Daedalus. He called himself Daedalus. A friend of yours? Nope. I came because I owe your brother Paul a few favors. Come on, let's go. I'm gonna take you to Hong Kong. Can you put me in contact with Tracer Tong? I know a place where we can touch down in the city, but Tong is very suspicious of foreigners. You'll have to earn the trust of your brother's allies. They'll know how to find Tong. Great. Let's go. Time to see if this stealth copter is worth all the fuss. MJ-12 is a facility in Hong Kong, and they'll be watching for us.